Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart. Mit welches? Dalu, Gundry und, achso, 8 Deluxe. Ah. Und einer coolen Map. Der zuckersüße Canyon. Hallo, Baloui und einem willkommen. Lolli, bei so vielen Projekten, die wir miteinander machen, willst du mich wirklich in der Anmod auslassen? Das war aus Versehen. Du wirst die komplette nächste Woche nicht mehr mit angemoddet von mir. Das war dann nur aus Versehen, weil Dalu mich unterbrochen hat. Beschwer dich bei Dalu. Nö, das hast du mit Absicht gemacht. Nein. Doch, doch. Na, vielleicht ein bisschen. Was besser als. Oh, Animal Crossing. Schön. Ist schön. Winter, geil. Oh, 150er. Ich würde ja heute meine 1200 Punkte gerne ausbauen. Ha! Es hat auf mal geklappt. 1202? Wintermap. Piep, 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 piep. Ist ja auch schon bald Weihnachten, ne? Long! Lange ist es nicht mehr. Yes, ihr Haters! Sind wir eigentlich so jetzt schon lang in der Mitte vom Herbst? Ich nee, 21. September ist der 1. März. Der Herbstanfang. So. 21. September ist der 1. März. Lauti hat ja auch mal Zeitrechnung verstanden. Ne? Weil du hat auch dieses Sprichwort, so 30 ist das neue 20. So 21. September ist der 1. März. Ja. Mann! Ich würde gerne seine Interpretation von Kein Bier vor 4 hören. Dann. Wenn schon die Wochentage anders sind. Oh, mein erstes Item. Oh Mann. Oh, ich bin in ihm gespawnt. Nein, wow. Boah, die Musik ist so schön. Hä? Ja, wann ist dann Winteranfang? Oh, der Bananensnipe von dem einen da. 21. Dezember ist Winteranfang? Ja. Ja. Also ist Nikolaus ist. Jetzt mal, ich bin. Das ist für mich was. Nikolaus ist im Herbst, ja. Das ist jetzt dein Ernst. Das ist wirklich mein Ernst. Das ist so. Ja, der Nikolaus. Ist das doof, dass du das nicht weißt? Wo soll man sowas denn wissen? Man geht ja davon aus, es ist kalt, Winter, hallo? Ja, aber Herbst ist ja auch haben kalt. Wir, ne? Nee, Herbst ist ja eben nicht kalt. Herbst war für mich immer so der Sommer, wie er sein sollte. Herbst war für mich eigentlich immer nur Sommer. Blätter. Was macht sie das ist denn da? Außer also getrudet werden. Frühling bedeutet Erdbeeren. Jetzt eine blaue, bitte. Schmidems. Eine blaue? Ich hab grad keine. Warte, ich brauch einen neuen. Jetzt nicht mehr. Doch, ich hole die jetzt kurz, kein Problem. Ah ne, sind keine geworden, schade. Defense! Oh, in der Luft! Wow, Kunal. Soll ja lohnen. Schwach. Komm, dafür versuche ich noch den vor uns zu holen. Ja, aber jetzt ach, kommen shit, die ganzen die hinten, die Sand. Ja die ganzen Items kriegen, die schlechten Fahrer. Jetzt habe ich leider keinen Boost. Mann, das ist das schlechteste Spiel ever. Hasse Mario Kart. Pack, falsche Richtung geworfen. Ich hab das Gefühl, sonst ragst du nicht so viel. Hier, Alter, nimm doch die Banane. Eine Banane. Das ist doch nicht wahr. Nicht so kurz vor Ziel. Och nee, ist schon Ende. Bin ich jetzt letzter mit der scheiß Banane? Ja. Du hast mich halt mit der Banane geholt. Boah, jetzt hab ich mich verschluckt. Ich hab gerade getrunken und sie hast du letzter geworden. Diese dumme Banane, Mann. Oh Mann, ey. Was ich so, geil, ich hab aufgeholt, da ist ein einstelliger Bereich, ich bin nicht mehr 12, ich bin nicht mehr 11. Zack, letzter wegen einer scheiß Banane, ey. Das Spiel ist halt echt trash. Ihr seid einfach, ich weiß nicht. Also, viel Glück, schreibt der Cabo. Ja, ich gewinne ja aufgrund der Items immer. Das ist also für mich sehr positiv. Du bringst eigentlich ja auch immer die von hinten mit. Die Münzen sind also bitter. Bling, bling, bling. Na. Die raus oder? Ja, doch, das sind drauf, oder? 2, 4, 6, 8, 10. Da sind eine Menge raus, ja. Bling, exciting! 150. Aufregend, ne? 150. Dogpaw Applaus. Das ist schnell jetzt, Baloui. Ja. Ich für deine müden Knochen. Mein Auto fährt aber auch 150, also, ne? Jetzt geht's los. Der Start ist wichtig. Ja. Das entscheidet hier alles.
Ich habe ihn geschafft. Da musst du schon Sternchen an deiner Aufnahme machen, ne? Na, wenigstens mache ich eine Aufnahme im Gegensatz zu dir. Das ist jetzt ganz schön Salz in die Runde, ja? Oh, das musst du jetzt nicht sagen. Ich bin eine traurige Geschichte. Wie meinst du mit deinem Schwert? Ich hätte da eine traurige Geschichte zu erzählen, aber ich weiß nicht, ob da nur die interessiert. Ich bin mir fast sicher, dass alle dafür 2 Minuten Interesse übrig hat. Für sein Schwert. Danu, das muss ja eine ganz traurige Geschichte. Aber worum könnte es gehen? WoW? Das muss ja eine ganz, ganz traurige Nein, WoW wäre ja von einem richtigen Spiel. Es geht um was ganz anderes. Ich habe Minecraft gespielt und da war ich halt unterwegs und dachte, cool, jetzt übernimmst und erlebst du mal ein richtig geiles Abenteuer, ja. Und dann, aua! Und dann bin ich da losgelaufen und wollte Battle Tower machen. Kennst du die noch? Ja, kenne ich. Ja, so Battle Tower. Und dann, bin ich da halt hin und weiß, ja, oben ist so ein Boss. Und dann gedacht, oh, geil, den mache ich fertig. Er hat natürlich das geilste Schwert, das du jemals irgendwo finden kannst, ja? Also wenn du bei Null bist. Und dann bin ich da halt hin und dann habe ich den Boss besiegt. Und dann war ich so richtig überglücklich froh. Und dann explodiert ja alles und so. Und dann wollte ich halt schnell weg. Und dann bin ich halt weggegangen. Und dann habe ich leider gemerkt, dass mein Schwert weg war. Und warum? Verschwunden. Du hast wahrscheinlich nicht gerudelt. Und da habe ich sehr geweint. Und das war aber noch nicht die ganz traurige Geschichte, weil, weißt du, denn dann bin ich zu einem weiteren Battle Tower. Ich hatte noch ein Backup-Schwert. Und als ich den Battle Tower gemacht habe, da ist dann halt auch das zweite Schwert verschwunden. Und ich weiß nicht, wohin. Und woran lag es am Ende? Ich weiß es nicht. An seiner Inkompetenz. Er hat es immer fallen lassen. Er wurde immer entwaffnet. Weg. Nein, es ist aus Versehen verschwunden vom Spiel. Es hasst mich. Oh, das ist so eine traurige Geschichte. Aber ich kann sie auch noch öfters erzählen. Vielleicht nächstes Mal bei TDT, falls einer hören will. Vor allem das Schlimme ist, das ist halt zu einem Meme geworden. Weil er das dauerhaft irgendwie in Aufnahmen erzählt hat. Mich hat gerade der Grüne durch die Banane durchgetroffen. Also er hat die Banane weggemacht und mich meinst getroffen. Meinst du, weil er 2 Instant ineinander geschossen? Ansonsten nur halt ein Desing, dass das Ding 2-mal berechnet wurde. Ja, vielleicht. Halt ärgerlich. Traurige Geschichte. Kannst du jetzt auch erzählen. Eine traurige Geschichte, wo ein Gegenstand dich 2-mal getroffen hat. Weißt du, das sind traurige Geschichten, die muss man bewahren für die Zukunft. Welches Tor habe ich da geöffnet? Es tut mir leid. Das nächste Mal nehme ich das Tor der Hölle. Das Tor der Hölle hat der eine Dude da in Rot schon aufgemacht. Der hat doch so einen leicht roten Kopf, ey. Aber ich habe das Gespür, irgendwie, Dalu, du empfindest nicht genug Mitgefühl für meine Geschichte. Du hast die Dramatik in der Story. Also jetzt mal zu Dalus Verteidigung, ne? Die anderen in deinen Projekten, von denen du das dauernd erzählt hast, die haben dich in einer Zeit gemutet. Er hat dich noch nicht gemutet. Ist er fertig? Es war auch eine Aufnahme. Ich wusste nicht, dass er schon fertig ist. Ich will wieder 1200 Punkte haben. Sei nicht so kacke. Das ist gut. Das ist genau wie der Call in CS. Sterb nicht. Okay. Das krieg ich hin. Oh, er schießt auf mich. Aber ich habe die Aufgabe, nicht zu sterben. Ich habe jetzt einfach mehr HP. Das Gute an Mario Kart ist, dass ich da besser bin als in TDT. Sogar manchmal besser als da. In TDT muss man nicht gut sein. TDT musst du nur faxen. Ja, nee, da muss man halt frech sein und nicht so eine ehrliche Haut wie ich immer. Ja, bist ja eine ehrliche Haut. Herrliche Haut. Lass da hier eine Banane nach vorne. Guck mal. Dalu! Was denn? Wurden wir gerade. Warum schmeißt du denn deine Drecksbanane nach hinten? Räum deine Schalen, schläg sie in den Mülleimer, wie jeder normale. Aus Versehen losgelassen. Ja, aus Versehen. Jeder normal, ey. Eine traurige Geschichte, ey. Oh, hier ist ein Donkey Kong. Den hatten wir aber noch nie dabei. Wo kommst du denn her? In welchem Dschungel bist du ausgebrochen? Ja. Oh, fuck it. Ja, man sammelt auch kein Item ein und fährt vor der Wand. Ich sag's immer wieder. Aua! Das klappt so gar nicht gerade. Lauli ist kacke. Da war nur ein Roder für dich. Der erste Runde hier gerockt, ja. Ja, kriegst du wieder 2 Sternchen auf deinen Gerockt-Konto. Krieg ich gleich wieder 2 blaue auf meinen Gerockt-Konto. Ja, wo bleibt der erste blaue überhaupt? Oh Mann, Leute. Items ist nicht letzter. Jetzt erst. Jetzt bin ich 11. Ja. Jetzt bin ich 12, wo ich aufgesammelt habe. Jetzt geht's aber los. Da kommt der blaue, na klar. Den habe ich aber nicht, der ist nicht von mir. Ich habe einen goldenen. Ist auch nicht schlimm. Ja, der wird nämlich geblockt. Ich habe keine Tröde dabei. Ja, ich geblockt. Defense.
Ich sehe aber hier nicht Tower Defense, was wir spielen, das weißt du schon, ne? Den habe ich nicht geblockt. Aber dafür habe ich zwei Bananen schön in die Kurve gelegt. Die Kurve? In welcher Kurve? Ja, eine habe ich. Ist ja nett. Weißt du, ich weiß nicht, wir können wir Dalu irgendwie bei Greta anzeigen hier, wegen Umweltverschmutzung oder so? Weil er biologisch abbaubare Stoffe auf den Boden wirft, ja, bestimmt. Eben. Ja, so. Finde ich nicht gut. Fast so schlimm wie ein AKW zu betreiben. So, der Rote führt... Okay. Hey, der ist aber auch an mir vorbeigefahren. Also der ist am Brand allen vorbei. Ich glaube, der hat schon ein Ziel getroffen. Also laut Code. Ich glaube, der ist nicht mehr existent. Ja, dann Scripty. Au! Der wird aber direkt weggeboostet. Oh, da lag sogar noch ein Pilz auf dem Boden. Genau, ich habe den auch genommen. Hallo! Jetzt bin ich Elfter, Nene. Komm, Rocket Launcher, ey. Auch nicht Pilzi. Weil ich Pilzi ist nicht das, was schön geskillt aus und dann fährt die Rote auch um. Pauli, freu dich schon drauf. Jetzt kommt Katze und sobald der weg ist, bist du gebrutzelt. Da wäre ich jetzt Letzter? Nee. Ich hatte drei Rote und drei Pilze. Aber jetzt Rakete. Ja, wenn Pilze jetzt am Ende nur diese Dreckspilze. Ich hab in unserer letzten Session nicht einmal da kam halt jeder Blitz. Range Dreck, da war einer. Siebter. Egal, Achter. Easy win, der Blitz hat's gemacht. Ja, der Blitz, ey. Die beiden Angeber. Und wieder 1200, wie es sich für gute Spieler gehört. Mhm. Gute Spieler haben mindestens 1653. Ich hoffe, ich hab 1653. So. Variots Arena. Fischmann. Da liefen alle hier. Fischi. Außer One Punch Man ist noch da. Ja, One Punch Man ist da, aber der hat eine Brille. Den kann man nicht, Brillenträger darf man nicht schlagen. Ich glaube, alle in der Lobby haben eine Brille auf. Nee, Baloui nicht. Alle. Der brauche ich auch nicht. Ja, was ist mit Black Cat da? Die hat auch eine Brille auf. Wo denn? Das ist eine Sonderanfertigung. Das sind Kontaktlinsen, ne? Bei Brillenträger darf man nicht schlagen, Kontaktträger dann natürlich auch nicht. Klar. So, was habt ihr denn hier gewählt? Wo ist denn Baloui? Delfin-Lagune? Items auch. Also mir kannst du das nicht anlassen, da ist was mit Flosse drauf, also das Problem ist, der futtert die ganzen Fische auf der Map und dann werden wir verklagt von Nintendo und dann? Wann geht's denn los? Ich weiß nicht, irgendjemand hat noch nicht gewählt, glaub ich. Ja, irgendwer ist noch gewartet. Irgendwie nicht, Die Hobby timed los. Ja, da ist noch einer in der Fahrzeugauswahl, der muss jetzt hier gleich mal geforst werden, ja. Nämlich. Move. Wir müssen hier kurz viel Glück. Hallo. Jammer, schade. Ich gebe mein Bestes, Alter. Ich hau ab, Rudi. Wie du haust ab, Rudi. Das ist mein letztes Spiel. Schönen Dank. Ich bin total aufgeregt. Nächstes Mal gewinne ich aber, ey. Oh, da sind ein paar Disco. Oh, da haben sie die Lobby irgendwie gesplittet. Ja, gute Nacht. Oder ist sie verbuggt? Ja, ist doch schöne verbackte Lobby hier. Das ist mein letztes Spiel. Okay. Hast nur Drohnen müssen. Da sind sie wieder. Ich wollte gerade sagen, die sind wieder gekommen. Wir sind wieder da. Da ist die Server. Mein komplett China war gerade einmal restart irgendwie. Ja. Die hatten ihren Router-Reset. Oh, aber die waren wirklich. Ah, nee, okay. Da waren auch Henry Bugler auch dabei. Der kam aus Spanien. Aber sonst Japan. Alter, Henry hat 800 Points, ey. Dreistellig ist halt schon. Jawohl. Dreistellig ist halt schon. Henry, ich feel dich. Also, I feel you, brother. Das ist ein Smurf-Account. Der hat ihn einfach runterspielen lassen von seinem zweijährigen Bruder und kann jetzt von hinten das Feld aufräumen. Einfach die sagen, hier ist der Runde zu gewinnen. Zweijährigen Bruder, ne? Alle Coins gedodged. Erfolgreich. Hat irgendwie geschafft, den Rot nach hinten zu machen. Ja, aber der Coin-Boost, der ist doch so mikrominimal. Nee, oder? Das ist schon wichtig. Das ist wirklich wichtig. 10 Coins? Ja, bist halt viel schneller. Viel? Ja, also das ist schon ein Unterschied. Ja, ich sag das, ja nicht, dass es kein Unterschied ist. Okay, das ist ein Unterschied zu deinem sonstigen Platz 11 und vielleicht Platz 3. Wirklich? Hat Platz 3. Dann sammle ich ab jetzt nur noch Münzen. Münzen vor Items. Oh, geil. Mich da draußen nicht sammeln. Das Henry Maske. Bist du echt als zweites Feuer? Ja. Oh, komm, warum bekomme ich den Roten von einem? Okay. Ich hab sogar gesagt, dass er für dich ist. Ja. Hätte ich ablehnen können? Naja.
Hey, hast du gerade getrötet? Ja. Ich habe auch noch eine. Ich hab's gesehen. Die kommt für dich. Ich komme für Blauli und für dich, weil ihr habt mir beide gerade wehgetan. Oh. Hallo, mich hast du schon getroffen. Das stimmt. Ich muss Blauli nehmen. Der hat mich liebes gerade mitgenommen. Liebes Lieschen, ey. Liebes Lieschen. Ich muss Münzen sammeln. Ich habe eine Mission. Tut mir leid. Dalu hat gesagt, sammel Münzen. Ja, 10 Stück. Das bist du nichts wert. 10 Coins und dann muss es Gas geben. Ich bin mal kurz von der Map gefallen, weil ich es kann. Ich dachte, du wolltest uns mit der Tröte tröten. Ja, ich komme noch. Keine Angst. Ja, okay. Ich warte auf dich. Kein Problem. Und an. Ja. Wartest du auf mich? Nee. Und ich spende den nächsten Streamer 1 Euro. Oh, das ist aber nett. Für 1 Euro so. Oh, hey. Wo bleibt die blaue Hey, der hat mir meine Tröte geklaut. Ja, so viel zum Thema Tröten. Dover Huibu, Mann. Ey, Bumerang weiß genau, ne? Ach, ist komm, okay, on. Ist hier das Chaos. Irgendwie schaffe ich es immer, Sachen in die falsche Richtung zu bringen. Übrigens, ach du Blödkopf. Ich wurde zwar vom Blitz getroffen, war allerdings gerade so komisch getroffen worden, dass ich wenigstens davon nicht geslowt wurde. Warum denn nicht? Blauli völlig entrüstet. Ja, ist ja unfair, Alter. Du hast mehr als eine Road, oder? Ja, aber ich bin Sand gefahren. Kommt schon irgendwas mit Boost. Ja. Ah, come on. Ah, Dritter immerhin hinter Dalu und Kundranek. War knapp, aber war gut. Eine machen wir jetzt noch, weil wir gerade zu lange gewartet haben. Ja, Mann. Hey, 18 Fünfter. Punkte. Fünfter. Fünfter. Oh, Katze ist bei 1213, Fünfter. Ey. Fünfter. Ist ja... Nein, das hat auch Pluspunkte gemacht. Die Gegner waren nicht so gut also auf der Map. Oh. So, kommen wir jetzt aber hier nochmal in den Canyon. Guck mal, Adams, da ist eine für dich. Oh, ja, ich sehe schon hier. Oh. Günther-san. Sieht echt so aus wie Katze, so ein bisschen. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Oh, so eine Idee muss er immer haben. Weißt du, ich finde das super. Ich fand doch vorhin den Typen super, der auch so graue Haare hatte und der die Augenbrauen einfach als Augen gemacht hat und die Augen nach oben als Augenbrauen. Das fand ich super. Es gibt so viele geile Skin-Ideen, die die Leute da raushauen. Und er und mein von ihm wird auch noch. Sie hat auch direkt die Map bekommen. Funashimi, Alter. Wie heißt er denn? Ja, genau. Funashimi aus. Guck mal, der ist auch noch Russe, Mann. Da ist ja richtig. Die alles, was du sagen wolltest, ist falsch. Alles, was du gerade sagen wolltest, bringt dich immer weiter. Dieser ist richtig hartes Eisen. So gut, ist doch positiv. Hör auf jetzt, ey! Geh, sammel deine komischen Münzen und geh mir nicht auf den Keks. Ich hab irgendeiner hinten abgeschossen in die. Mich zum Glück nicht getroffen. Schade. Ja. Ja, nimm hier die ganzen Hütchen mit, ist eine gute Geschichte. Ich nehm die linke Bahn, die wird schon passen. Ich nehm die, wo Dalu drauf ist, um ihn zu töten. Ich schieß jetzt was für Dalu ab. Ja? Ja, das jetzt schon einen blauen? Gleich. Ach nee, jetzt muss ich meinen Schatzi abschießen. Okay, kriegt mein Schatzi nicht, Alter. Und dann noch einen grünen für Dalu. Oh, der Grüne, der kommt nicht mal mit zu Dalu. Komm, Kinder, oh, ey, ich bin Elfter. Mann, wieder eine Rakete. Immer mit den Tröten. Ach nee, das war nicht Kunde, das war eine mit ich kann sagen, ich hatte keine Tröte. Das war Funashimi. Oh, Kunde, das war meiner, es tut mir so leid. Guckst du nicht. Doch, ich hab den irgendwann abgeschossen und der ist die ganze Zeit da rumgebubbelt. Der war doch für Dalu, oder nicht? Ja, Mann! Die Ballonen liegen genau geil! Au! Der hat uns beide getroffen, Alter! Oh, Mann, der eine Grüne. Heißt das, wir sind... Au! Der hat uns beide Brüder im Schmerze. Ich bin 12 da! Weiß ich nicht! Oh, ich hab eine blaue. Oh, warte mal, 12 sein bedeutet, ich bekomme coole Items. Ja, ich bin gegen die Wand gefahren. Nein, ich fall von der Map! Wo kommt die Blaue? Kommt ein Blauer oder nicht? Ja, ich muss den Pilz noch eben aufgeben. Nee. Jemand, irgendein Idiot hat mir gerade meine 3 Roten geklaut und ich war 2 da, ey. Das zum Kotze. Ach ja, geil. Ja, jetzt wieder ins Mittelfeld. Alter, was geht hier?
jetzt auf der Zielgeraden wurde gerade jeder abgeschossen. Oh. Natürlich auch nach dem Item. Oh, ich hab nach dem goldenen Pilz noch eine Rakete! Ja! Ja, komm. Hier, jetzt. Ja. Ja, du fährst 2,5 Meter mit der Rakete. Geil. Ja. Hat sich ja gelohnt. Da hat es richtig gut gewesen. Nee, nicht mal ein Item gekriegt. Ach komm, ich bin 12. Können ich wir Item umbenennen in den Gegenstände? Giovanni, hier hast du einen Panzer, bitte. Jetzt kommt's drauf an, Boys. Ich tröte einfach, wenn ihr Säcke mich immer abschießt. Ey. Ich hab kein Item gekriegt. Ey! Komm, man kann auch ohne Item gewinnen, man kann auch ohne Item gewinnen, Ich bin 10. Direkt vor meinem Schatten. Immer Nummer 1 davon. 2-7 glatt war das Ziel. Ja, Leute, das soll es gewesen sein, ne? Über 2-2. Schöne Geschichte. Leute, das war's heute mit Mario Kart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt bei den anderen Chaoten vorbei. Dann könnt ihr das Ganze aus deren Sicht noch verfolgen. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Schön feurig. Ciao. Tschüss.